Hier haben wir die Nummer 1 der Welt groß im Bild, den 22-jährigen Australier Leighton Hewitt. Er natürlich auch hier die Nummer 1 der Setzliste in Hamburg. Und er musste heute ran gegen den ein Jahr jüngeren Marat Safin, den Russen. Wir steigen ein beim Stande von 2 beide in Satz Nummer 1. Die beiden standen sich bereits schon 5-mal auf der Tour gegenüber. Im direkten Vergleich, da führt Leighton Hewitt mit 3:2 Siegen. Das letzte Aufeinandertreffen, das fand in Miami statt, im Viertelfinale, also bei Masters Series Turnier Nummer 2. Und da setzte sich Hewitt im dritten Satz mit 7:6 durch. Und genau dafür wollte Safin am heutigen Freitag die Revanche. Bei diesem dritten Viertelfinal-Match des Tages am Hamburger Roten Baum herrschten keine einfachen Lichtverhältnisse. Ganz gut zu erkennen in der totalen Einstellung, dass die eine Hälfte im Schatten liegt, die andere in der Sonne. Das macht es manchmal schwierig, die Bälle richtig einzuschätzen. Safin mit einem ganz sicheren Aufschlagspiel zur 3:2-Führung. Hier haben wir die Box von Leighton Hewitt im Bild, im Hintergrund die Eltern Glyn und Cherilyn und vorne der mit der Kappe, das war sein Coach Jason Stoltenberg, mittlerweile 32 Jahre alt. Er arbeitet mit ihm ja seit Beginn dieses Jahres zusammen. From center, 15. Marat Safin, er zum vierten Mal hier in Hamburg mit von der Partie, konnte ja schon einmal das Finale erreichen, das war im Jahr 2000. Ich sprach es eben schon mal an bei der Begegnung zwischen Gustavo Kuerten und Roger Federer. Der Russe unterlag da dem Brasilianer in Durchgang 5 mit 6:7. Denkbar knapp. Und apropos Finale. In diesem Jahr werden wir von DSF das Endspiel am Hamburger Roten Baum live übertragen am Sonntag ab 14 Uhr. Auch Leighton Hewitt hat hier in Hamburg schon erfolgreich Tennis spielen können. Im vergangenen Jahr, da kam er bis zur Vorschlussrunde, also bis zum Halbfinale. Dort unterlag er dann dem späteren Überraschungssieger, dem Spanier Albert Portas, der sich ja durch die Qualifikation zunächst gekämpft hatte und dann dieses große Turnier gewann. Damals im Endspiel gegen Landsmann Juan Carlos Ferrero. Leighton Hewitt eher bislang in diesem Jahr mit einem Klasse-Jahr bei einer Bilanz von 22:5 Siegen. 40-30. Auch Leighton Hewitt servierte gut, brachte seine Aufschlagspiele bislang glatt durch, konnte zu diesem Zeitpunkt erst einmal ausgleichen zum 3-Ball.
Wenn ich eben sagte, er spielte bislang ein gutes Jahr, dann sind die Highlights in diesem Jahr die Turniersiege in San Jose und Indian Wells. Der Australier setzte sich beim ersten Masters Series Turnier des Jahres im Endspiel gegen Tim Henman glatt mit 6:1 und 6:2 durch. Konnte damals Henman 7-mal den Aufschlag durchbrechen, was noch einmal unterstrich, dass das Konterspiel seine absolute Stärke ist. Boah, schauen Sie sich die Rückhand an, eingesprungen. Das sieht man auf der Tour immer häufiger von mehreren Spielern, aber es gibt nur wenige, die so einen Rückhand-Longline-Schlag so effektiv, so druckvoll, so knallhart spielen können wie Marat Safi. Wie schon beim Aufschlagspiel zuvor des Russen eine 40:0 Führung. Sehr platzierte, sehr hart gespielte erste Aufschläge. Sie machten Marat Safin das Leben ganz schön leicht. Zu 15 dieses siebte Spiel in Satz Nummer 1. Er führte nun mit 4:3. Das Highlight des Russen in diesem Jahr, das war das Erreichen des Finals beim ersten Grand Slam Turnier des Jahres bei den Australian Open, als er dann im Endspiel dem Schweden Thomas Johansson unterlegen war. Marat Safin, er hatte ja im Halbfinale Tommy Haas bezwungen. Eine Regenunterbrechung rettete da Marat Safin das Tennisleben. Tommy Haas kam aus der Kabine zurück und fand überhaupt nicht mehr zu seinem Rhythmus. Was viele nicht wissen, ist, dass Tommy Haas damals in der Umkleide von Krämpfen geplagt war und deshalb ganz einfach keine Möglichkeit mehr hatte, gegen Safin zu bestehen. Doch zurück zu diesem Viertelfinalmatch hier in Hamburg. Hier haben wir den Leiter der Partie groß im Bild, Gary Armstrong, ein Mann mit sehr viel Erfahrung auf dem Stuhl. Doppelfehler und das zu diesem Zeitpunkt bei 0:30. Knapp eine halbe Stunde gespielt und da waren dann die ersten Möglichkeiten zum Break da. Sie gehörten Marat Safin. Zu null kassierte die Nummer 1 der Welt ein Break. Die 5:3 Führung also für Marat Safin, der Russe hier die Nummer 6 der Setzliste. Er konnte in Runde 1 den Italiener Davide Sanguinetti bezwingen, war dann erfolgreich gegen Albert Martin, den Spanier, und schließlich im Achtelfinale über Juan Ignacio Chela, was eine ziemlich knappe Partie war bei
7:6 und 7:5. Während Leighton Hewitt es ja zunächst in den ersten beiden Runden mit Deutschen zu tun hatte, mit Wildcard-Inhabern. Hewitt bezwang in Runde 1 Philipp Kohlschreiber, dann in Runde 2 Björn Pau, jeweils in zwei Durchgängen, und war gestern über Jiří Novák erfolgreich. 30-0. Safin spielte auf sehr, sehr hohem Niveau. Diese Vorhand im Aus und damit der 11. Punktgewinn in Folge für Marat Safin. 5-3, 40-0, er hatte 3 Satzbälle. Auch diese Rückhand passt. Durchgang 1 ging völlig verdient an Marat Safin mit 6:3. Seit dem 3-Beide in Durchgang 1 hatte der Russe diese Partie absolut im Griff. Er gewann nicht nur die letzten 3 Spiele im ersten Satz, er gewann auch noch die ersten 4 von Durchgang 2, führte also zwischenzeitlich mit 4:0. Zu diesem Zeitpunkt lag Marat Safin bereits mit 5:1 vorne. Leighton Hewitt, er servierte also jetzt gegen den Verlust dieser Partie. Leighton Hewitt, er hatte keine Chance gegen die druckvollen Schläge des Russen. Und das Bemerkenswerte an der Leistung von Marat Safin am heutigen Tag war, dass er kaum Fehler in seinem Spiel hatte. Egal, ob mit der Vorhand oder mit der Rückhand. Er machte ungeheuren Druck. Und wie gesagt, außerdem ganz wenige Fehler. Der Rückhandschlag im Aus und damit hatte Safin nach 52 Minuten 3 Matchbälle. So eine deutliche Niederlage gab es schon lange nicht mehr für die Nummer 1 der Welt. Auch wenn Hewitt nochmal kämpfte in diesem 7. Spiel des 2. Satzes, am Ende änderte das nicht viel am Ergebnis. Sie hatten mir gerade seine Box im Bild. Marc Rousset, er betreut ihn ja schon seit einigen Wochen, spielt parallel dazu selbst noch ein wenig mit, war hier beispielsweise in der Qualifikation aktiv, schied aber gleich in der ersten Runde aus. Da wollte es Safin am Ende ganz besonders schön machen. Aber zunächst einmal konnte Hewitt noch 3 Matchbälle abwehren. Das Hamburger Publikum versuchte Hewitt noch einmal zu unterstützen, ein wenig aufzubauen.
Portal Safin. Ein Doppelfehler zum Abschluss dieser Partie. Marat Safin steht damit also im Halbfinale. Er schlägt die Nummer 1 der Setzliste mit 6:3 und 6:1 und ist für mich mit der heute gezeigten Leistung ganz klar der Favorit bei diesem Turnier. Kompliment an den Russen.